Hallo, meine Lieben. Ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar habe ich von Susanne Nielsen, Sannes Art hat sie einen Kanal, kocht da und zeigt Gassi-Videos. Oder Sannes Kreativ-Atelier hat sie auch neuerdings wieder. Und da zeigt sie halt, was sie so bastelt und so. Und dieses hier ist auf dem Kreativkanal, seines Kreativatelier. Und ich habe sie gefragt, ob ich ein Bild von ihr haben darf, eins. Und zwar Mixed Media mit, ja, halt so Steampunk. Ist ja Steampunk, ne? Ja, und dann hat sie mir das hier geschenkt. Und das Video könnt ihr auch bei ihr gucken, wie sie das macht. Und ich habe ein Original Sanne hier. Ich finde das, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie geil ich das finde. Da könnt ihr genau gucken, was sie darauf macht. Die sind immer ihre Rezepte aus den Büchern oder so alte Briefe verwendet sie denn. Manche regen sich ja drüber auf, wie kann man das nur machen? Aber eigentlich kann man das gar nicht lesen. Das sieht nur voll mega schön aus. Also das ist so eine altdeutsche Schrift, das kann man gar nicht lesen. Aber wie ihr seht, das sieht voll schick aus hier. Und dann ist hier noch so ein Netz unter. Hat sie auch da unter gemacht. Richtig, richtig toll. Ich finde das so geil, das Bild. Vielen lieben Dank, Sanne, falls du überhaupt mein Video guckst. Dann hat sie hier die Augen. Und das Auge, den Mund. Und die. Von der Brille hier, die mit Glossy. Oha, das ist ja richtig. Ich glaube, ich muss mir auch mal Glossy holen. Das ist richtig so fest, ne? Nicht so wie mein Lack vom Action, das ist schon was anderes. Ja, das Bullauge war im Video noch nicht. Das hat sie nachträglich drauf gemacht. Das finde ich richtig cool, dass es noch drauf gekommen ist. Ja, hier ist so ein großes Fahrrad. So ein altes. Und hier so noch goldene Blumen und Holz hier, Holzscheide. Eine schöne Blume hier noch. Da ist noch eine Libelle. Metallornamente. Richtig, richtig geil. Und das Bild heißt Voyager, das weiß ich. Das habe ich in ihrem Video gesehen. Und also Sanne, falls du das guckst, vielen, vielen Dank. Das ist richtig geil. Daris Artists. Artistics. Cool. Echt geil. Ich habe ein Original Sanne hier. Woo! Und das hänge ich bei mir an der Wand. Das seht ihr. Im nächsten Video seht ihr das. Ne, im nächsten vielleicht noch nicht. Weil heute kommen noch ein, zwei. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde das richtig, richtig toll. Da ist noch ein Vogelkäfig. Richtig schön hat sie das gemacht. Ich finde alle ihre Bilder cool. Ich habe nämlich noch mehr bekommen. Haha, nicht nur eins. Ja, zeige ich euch jetzt. Also. Und dann noch das hier. Die Farben sind mega, oder? Das Video habe ich aber gar nicht gesehen, Sanne, obwohl ich habe eigentlich, glaube ich, alle gesehen fast von dir. Aber das Video habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mal suchen. Ist das eine Wassernixe oder so? Das sieht mir so nach Wasser aus, so nach Unterwasser. Ja, die Farben sind toll. Hier ist so ein Vogel im Käfig. Oder ist der vor dem Käfig? Wäre ja besser, ne? Aber toll. Auch mit Glossy hier. Richtig cool. Die hänge ich mir alle auf. Hier ist noch mal so ein Brief. Ein Stück vom Brief. Toll, oder? Ich finde die mega. Mega, mega. Ich freue mich so doll darüber. Noch ein Original Sanne. Ich mag das, ihre Videos zu gucken und wenn sie malt und erzählt. Ja, Gold gibt es hier auch noch.
Blitzersteine. Diese hier. Voll schön. Und jetzt haltet euch fest, ich habe sogar ein Original Frida Kahlo von ihr. Düdüm. Bevor ich Sanne nicht gekannt habe, wusste ich noch nicht mal, wer Frida Kahlo ist. Das ist eine mexikanische Malerin gewesen, die schon in ihren Lebtagen eine Legende war. Habe ich mal eben schnell gegoogelt. Bin ja ehrlich. Und das Video, wenn ihr das sehen wollt, das habe ich mir nämlich hier, das läuft gerade, weil ich mir das angucken wollte. Das ist auf Sannes Art, Mixed Media Keilrahm, Frida Kahlo. Da könnt ihr sehen, wie sie das hier malt. Das gucke ich mir gleich noch zu Ende. Ich glaube, habe ich das schon zu Ende? Nee, zur Hälfte. Ja, da habe ich sogar ein Original Frida Kahlo. Wer Sanne kennt, der weiß, sie steht da voll drauf. Und ich finde das mega, mega schön, dass ich das bekommen habe. Vielen Dank, Sanne. Ich freue mich. Das hänge ich mir natürlich auch hin. In mein Kreativzimmer. So. Sie erklärt auch in dem Video, was sie da alles gemacht hat und so. Ich finde, das sagt viel aus, das Bild. Ja. Mit ganz, ganz viel Liebe gemacht und macht sie alle ihre Bilder. Hier auch wieder Glossy. Ohrringe. Blumenbordüre. Hier ist eine Bordüre. Hier hat sie einen Klunker am Hals. Die Blumen im Haar. Hier ist noch eine kleine Libelle. Richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, Sanne. Und dann, hier ist aber was abgefallen. Steinchen. Dann habe ich noch ein Gorgeous Mädchen von ihr. Yay! Gorgeous Style. Geil, oder? Die Farben sind auch der Burner. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich freue mich. Voll cool. Schön, oder? Ich finde die so geil. Original Gorgeous Sonnebild. Und das habe ich auch gesehen, das Video, wo sie das Bild gesehen gemacht hat. Also die Voyager, die mit Frida, und das habe ich gesehen. Nur das eine kenne ich nicht. Da muss ich nochmal suchen. Ja, liebe Sanne, falls du das schon mal nochmal sagen, ne, nee, sag ich nicht, aber du kriegst von mir natürlich auch was Schönes. Eigentlich ging es darum, ich wollte halt dieses Bild haben, dieses hier. Also irgendeins, das hat sie mir jetzt ausgesucht. Ich wollte nur irgendeins von Steampunk. Und dann habe ich die alle vier bekommen, weil ich aber gefragt habe, ob ich ihr was schicken darf. Und jetzt, ja, ist das so gekommen. Und jetzt darf ich ihr auch was schicken. Und da freue ich mich drauf. Ja, und mehr verrate ich noch nicht. Ich hoffe, euch haben die Bilder auch so gut gefallen wie mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Kommt gleich noch ein Video. Bis dann. Tschüssi.